Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred. Wir wollen jetzt mal direkt reinstarten und wollen jetzt erstmal hier den Angriff durchziehen. Ich würde natürlich ganz gerne mir noch den vierfachen Sternenbonus mitnehmen. Wir haben aber gleich noch einige Sachen, über die wir gleich noch reden müssen, ganz dringend. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen vom Erik und der hat mir was Cooles geschrieben, wo wir gleich mal noch drauf gucken müssen, ob das denn soweit auch stimmt oder ob wir da vielleicht zu viel reininterpretieren oder so, keine Ahnung. Das werden wir jetzt gleich noch sehen. Wir wollen aber, wie gesagt, erstmal uns den Bonus auf jeden Fall mitnehmen. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Die Luftabwehr ist down. Ich habe so ein bisschen so zusammengewürfelte Armee. Was habe ich denn da drin? Riesen. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die komplett andere Seite. Ich habe keinen richtigen Zauber. Die Königin ist noch halbwegs am Start. Also es geht noch. So, die Königin lebt immer noch. Mehr schlecht als recht, aber es geht noch so gerade. Komm. Mach das mal dahinter. Wir nehmen die Bola noch eben. Oh, jetzt müssen wir mal langsam die Königin gleich zünden. Ich sehe das ja nur unten an dem... An dem Bildschirm. So, jetzt müssen wir ganz kurz so. Jetzt nehmen wir den Warden noch mit dabei. Sicher. Ich will die Königin nicht sterben lassen. Wir gehen natürlich gleich noch ins andere Dörfchen. Das können wir gleich auch noch machen. So, jetzt müssen wir da noch aufpassen. Den König können wir jetzt auch schon mal hinterher schicken. Die Königin lebt immer noch. Ich habe noch so viel Bartstruppen. Die können wir jetzt mal außen alle erstmal ziehen. Ja, natürlich, dadurch, dass die Heilerin aktuell so günstig sind. Ich habe übrigens die 30 Juwelen bekommen und die 300 XP. Dadurch, dass die so günstig sind, nehme ich aktuell immer Heilerin mit natürlich und dadurch ist die Königin schon im Grunde dabei, das halbe Dorf kaputt zu machen. So. Der König ist kurz vor knapp. Wo ist er denn? Ach, da außen. Oh, schnell. Das war knapp. Gerade noch so gezündet. 63%. Hier außen ist noch eins. So. Ich möchte auch alles. Im Grunde möchte ich jetzt auch drei Sterne. Allerdings bringt uns das gar nichts, wenn ich jetzt drei Sterne hole. Weil wir ja nur einen Stern brauchen für den Bonus. Da kann ich jetzt mal einen Schluck Kaffee nehmen. Da so viel Zeit muss sein. Sonntags morgens. Pfingstsonntag. Moment. Mhm. Und Jungs, wer so schnell weiter trinke mit dem Kaffee, dann wird der ungefähr in 8 Folgen wird er dann mal leer sein, glaube ich. Eieiei, okay. Wir sind jetzt auch noch dabei. Was ist denn da noch überhaupt da? Wir haben noch einmal Luftabwehr, die uns noch ein bisschen Probleme bereiten könnte. Wir haben noch den Minenwerfer, der ist egal. Zweimal noch Bogenturm, Tesla. Oh, ein bisschen interessanter noch. Wir haben den Warden noch. 85%. Oh, die Kanone noch. Die habe ich vergessen. Die Kanone haben wir auch noch. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen Sorgen macht, ist im Grunde der Magierturm. Aber im Grunde ja auch nicht so richtig. So, der ist nämlich jetzt schon mal kaputt. Wir schicken noch ein bisschen was nach. Ich möchte auf jeden Fall wirklich jetzt möchte ich auch wirklich diese 100% haben. Jetzt bin ich aber auch hier angefressen und möchte unbedingt diese 100% noch mitnehmen. Komm, gib mir die 100%. 22 Sekunden, es wird nochmal knapp. Die Luftabwehr ist ja eh schon down, also es müsste eigentlich reichen, wenn man ja davon ausgeht, dass wir eh nicht mehr so viel haben. Moment, zack. Setzen wir die noch eben dahin, machen es noch ein bisschen schneller. Die Königin war kurz vor knapp, wenn wir da komm. Nein, heil doch weiter. Oh, heil doch weiter, Junge. Mädchen. Heil doch weiter, Mädchen. 55.000 Bonus, aber nochmal schön 800.000 obendrauf. Wir fordern nochmal ein paar Tanks an. Habe ich weitere Truppen in der Ausbildung? Moment. Nein, habe ich natürlich nicht. Nehmen jetzt mal einfach irgendwas noch hier. Ein bisschen Barge oder so. Und ein paar Heilerinnen. Und noch ein paar Heilerinnen. Und den Rest nehmen wir jetzt hiervon. Ja. Und jetzt gehen wir zurück in unser anderes Dörfchen. Und es gibt ja was Neues. Also, der Erik hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, auf dem einen Bild im Play Store oder im App Store von Apple, da gibt es den Bauarbeiter und der baut an einem Gebäude. Und da habe ich mir so gedacht, das kann ja nur sein, dass es eine Weiterentwicklung ist. Da habe ich mir aber das mal angeguckt und das ist ein neues, es ist ein komplett neues Gerüst. Und jetzt gucken wir uns mal auf ein Bild an, wenn du nämlich ein Gebäude weiterentwickelst, wie jetzt zum Beispiel die Kanone in deinem normalen Dorf, dann sieht das so aus. Dann ist da ein Gerüst drum, aber du siehst immer noch, welches Gebäude du gerade weiterentwickelst. Und du kannst nicht einfach ein Gebäude bauen, bevor du es... Du kannst dich einfach weiterentwickeln, bevor du es überhaupt gebaut hast mit dem anderen Bauarbeiter. Von daher macht dieses Gerüst, was wir da sehen, in meinen Augen jetzt erstmal gar keinen Sinn. Das heißt, es muss ja eigentlich schon was Neues sein. Versteht ihr? Und da oben der Minenwerfer daneben übrigens ist Level 7. Bedeutet, Level 7 gibt es ab Rathaus 9. Also würde dann, wenn es denn so stimmen würde, dieses Gebäude ab Rathaus 9 verfügbar sein. Nur weil es auf diesem Bild ist, muss das natürlich nicht so sein. Das ist ja auch so die Sache, ich weiß es nicht. Also das ist ja auch so, das ist echt komisch, weil das Gerüst ist neu. Da sieht man noch gar nicht, was das mal werden soll eigentlich. Er hat zwar geschrieben in der E-Mail, es könnte für Luft sein, würde ich jetzt aber gar nicht mal so sagen. Aber wie gesagt, wenn du was weiterentwickelst, wie wir das jetzt auf diesem Bild sehen, dann ist um das Gebäude, was er weiterentwickelt, ist das Gerüst drum. Du siehst aber, welches Gebäude das ist. Und es ist auch definitiv auf diesem Bild der Meisterbauarbeiter und nicht der normale.
Sehen wir vielleicht mal den normalen irgendwo in meiner Base rumlaufen. Wo ist er denn? Wo ist denn meine Bauhütte? Wo sind denn meine Bauhütten versteckt? Wenn man sie mal sucht, dann sind sie... Oh, ich hab eine Gymbox mittendrin. Ich habe übrigens hier auch ein Loch gehabt. Ich weiß, das hat sich jetzt aber mal zugehört. Hier ist doch eine. Und wenn die jetzt nämlich wegmachen... Wobei, wo ist denn überhaupt der Bauarbeiter? Wo laufen die überhaupt rum? Ach, der ist jetzt hier... Ach, hier, der ist jetzt gerade... Da ist er doch, da. So sieht nämlich der normale Bauarbeiter aus. Das ist nämlich... Das sind zwei verschiedene Personen, ne? Der normale Bauarbeiter und der andere Bauarbeiter, das sind zwei verschiedene Personen. Die haben miteinander nichts zu tun. Oh, jetzt muss ich mal hier wieder irgendwas verrücken, so. Nein, das passt sowieso nicht. Na, mach mal so. Aber wie gesagt, habt ihr verstanden, ne? Es muss ein neues Gebäude sein. Es muss ein neues Gebäude sein. Okay, jetzt wollen wir natürlich hier noch ein bisschen weiter angreifen. Boah, ich bin ziemlich hoch mit den Pokalen. Die Gem-Hütte oder die Gem-Mine ist in ein paar Stunden fertig. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt mal noch einen Angriff. Ich muss jetzt ganz kurz mal einen Schluck Kaffee trinken, Leute. Bis gleich. Ja, es ist so klar. Wir kriegen natürlich wieder einen Meisterhütte 5. Ist klar, krieg ich zuletzt eigentlich immer öfters. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal gucken, wie wir da jetzt gegen klarkommen. Also Meisterhütte 5 ist natürlich echt schon ein... Ja, super. Eine Megamine da hinten. Ist echt schon ein Brett auf jeden Fall. Da habe ich jetzt echt meine Probleme auch. Müssen wir sehen. So, die Luftbomben. Vor allem der Multimörser ist zu stark. Der Multimörser ist gegen meine Taktik einfach viel zu stark. Da können wir gar nichts machen. Ich habe übrigens auch eine neue Base. Ja, da oben ist natürlich auch noch die... Ist auch noch der letzte, ist auch noch kaputt. Der letzte von meinen Schleichschützen ist auch noch kaputt. Sind alle tot. Wobei es läuft gar nicht mal... Also es läuft gar nicht mal... Oh, wir haben sogar einen Stern. Ja, genau. Wir haben sogar einen Stern geholt. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Allerdings, wenn die Schleichschützen nicht kaputt gewesen wären, dann hätten wir vielleicht noch mehr geholt, denn der Multimörser hat schon ziemlich viel draufgedroschen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das ändern soll. Ja, es ist okay, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich beschwere mich da jetzt auf keinen Fall, also ich bin eigentlich zufrieden mit dem Angriff. Wenn die, ja, 70%, ist klar. Weil es ist der Erste, der diese Base tatsächlich mal mit 2 Sternen geholt hat. Bisher nicht. Wir müssen mal gucken. Du kannst ja jede Base, kannst du ja eigentlich, aufgrund der Verteidigung, die du siehst, kannst du sie ja eigentlich verbessern. Der muss ja eigentlich nur stumpf alles irgendwo rein, er hat alles oben reingesetzt. Er hat alles einfach nur von oben reingepflanzt. Interessant. Da müssen wir vielleicht nochmal was ändern. Die Frage ist nur, wie? Dann ändern wir das einfach mal so. Dann ändern wir das einfach mal so um. Und gucken mal, ob das dann vielleicht ein bisschen effektiver ist. Und jetzt suchen wir auf jeden Fall noch einen Gegner raus. So. KZXCVB. Auch wieder ein Fünfer. Ich bin echt zu hoch mit den Pokalen. Zum Glück kämpfen wir jetzt gerade nicht um den Bonus. Aber wie gesagt, um nochmal auf das Bild zurückzukommen, schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das interessiert mich auf jeden Fall mal. Und ich würde fast schon sagen, wir gehen ruhig mal von unten vor. Ich weiß es gar nicht, ob wir jetzt überhaupt in diesem Fall das noch mitnehmen sollten. Also ob wir in diesem... die laufen alle nach außen, ne? Wenn ich jetzt den... Ich habe mich eh verklickt, geil. Ich wollte noch gar nicht setzen eigentlich, hab mich aber verklickt. Von daher ist das jetzt auch egal. So, der Multimörser ist am Start. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass der Multimörser jetzt einmal nicht unbedingt direkt auf meine... Ja, die Schleichschützen sind ja schon wieder alle tot. Ja, das ist Mist, das ist echt nicht gut. Es ist echt nicht gut, dass alle Schleichschützen direkt immer von dem Multimörser angegriffen werden. Vor allem, wenn wir alle direkt in den Multimörser reinlaufen. Aber jetzt komm, mach den Multimörser! Ja, der Multimörser ist zumindest schon mal kaputt, aber er schießt natürlich mit seinem letzten Atemzug, zerstört er natürlich nochmal die Hälfte meiner Schleichschützen. 44%. Es wird wieder ein Stern werden. Das ist aber echt schwierig. Der Multimörser ist hart. Und was verbessere ich denn gerade? Oh, wir kriegen sogar mehr Prozent. Ich denke mal, er wird uns, denke ich mal, besiegen. Ich meine, jetzt gerade mal Schluck Kaffee. Wie das duftet, das Kaffeemännchen kommt. Oh. 70%, das ist nicht schlecht gegen Meister. Das ist echt nicht schlecht. Oh, wir haben gewonnen. Oh, wie schlecht ist er denn? Hat die Anpassung unserer Base was gebracht oder nicht? Hat sie was gebracht oder nicht? Bin mal gespannt. Er macht da was weg. Ist alles noch okay? Wobei die Truppen von ihm sind ja, relativ low noch für sein Level. Er ist gerusht. Also hatte ich gestern mit Kira diskutiert. Es bringt schon was zu rushen. Weil aktuell, so wie das Matchmaking ist, es bringt schon was, denn, ihr habt ja gesehen, der Multimörser war schon relativ stark gegen meine... Auch wenn ich die Schleichschützen auf Level 8 habe, der war schon relativ stark. Der war schon relativ stark dagegen, der Multimörser. Und
Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff und wollen wir eben ganz kurz noch mal ein anderes Dörfchen gucken. Wie gesagt, diskutiert mal gerne mit in den Kommentaren, was hat es mit dem Gebäude auf sich? Ich weiß es nicht. War mit Iron Man auch schon am Diskutieren. Wir können hier eigentlich auch noch... Ich werde mal hier noch einen Angriff suchen. Moment, bis gleich. Warte mal, wir reden jetzt ganz kurz noch ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir ja Glück und finden direkt einen. Wenn wir dann keinen finden, können wir immer noch einen Cut machen. Aber echt mal überlegen, ne? Ich habe so mit Iron Man durchdiskutiert. Er meinte auch so, ja, das ist ja irgendwie eine Weiterentwicklung. Aber nein, wie gesagt, bei einer Weiterentwicklung siehst du wirklich immer das Gebäude, was wirklich auch weiterentwickelt wird. Und auf dem Bild steht ja, verbessere deine Verteidigung. Und unten ist dieser Plan drauf. Unten sieht man... Ist hier irgendwo was? Kriege ich das vielleicht? Ich würde mal ganz gerne probieren, das Rathaus mitzunehmen hier. Wir probieren es einfach mal. Also, wie gesagt, da siehst du den Plan. Und auf dem Plan siehst du ja die Doppelkanone. Aber die Doppelkanone ist ja schon da. Der Multimörser ist auch da. Das andere Gebäude, was du, glaube ich, noch verbessern kannst, ist der Bogenturm. Aber wenn du den Bogenturm ja verbesserst, erstmal musst du ihn ja bauen. Und gebaut wird er ja sowieso von dem anderen Bauarbeiter. So, und wenn du den dann verbesserst, dann ist er ja noch da. Dann wird er ja nicht komplett wieder abgerissen und du siehst nur noch das Gerüst. Also, das ist irgendwie so... Das passt irgendwie nicht. Und jetzt muss ich echt mal aufpassen. Ich glaube, das wird nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Vielleicht doch. Oh, vielleicht doch. Vielleicht doch, wenn er sich nochmal einmal anstrengt. Ha, so gerade. Ich habe ihn ausgetrickst. Jetzt kriegen wir nämlich schön das Rathaus und kriegen dann auch richtig schön den Loot daraus und er kann gar nichts machen. Er kann jetzt wirklich gar nichts machen und dann können wir noch ein bisschen weiterreden auf jeden Fall. Es ist komisch. Ist es ein neues Gebäude oder nicht? Es ist auch jetzt das Gerücht im Umlauf, dass in der Bauarbeiterbase ein Gem-Baum ist, der viele Gems ausspuckt pro Tag. Dem bin ich gerade auch dabei, auf den Grund zu gehen. Aktuell ist das, glaube ich, Tag 3, wo ich das teste oder auch testen lasse von Iron Man. Ja, yeah, wir werden mal sehen. Gibt es vielleicht um 17 Uhr. Bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ich bin sehr gespannt. Aber diese Sache hier... Ich habe es ja wie gesagt getestet. Ich habe ja die Kanone mal in dem Developer-Account habe ich sie ja weiterentwickelt. Und du siehst sie noch, wenn du sie weiterentwickelst. Das würde halt nicht dafür sprechen, dass es eins dieser drei Gebäude ist, die sowieso in Planung sind zum Weiterentwickeln. Also die Kanone, der Minenwerfer und der Bogenturm. Würde jetzt so auf den Bogenturm schließen lassen, aber dann würdest du ihn ja noch sehen. Dann würdest du sehen, da ist ein Bogenturm. So, komm. Mach's fertig jetzt, das Rathaus. Ich bin mal gespannt, wie viel Loot wir jetzt kriegen. Boah, fast... Also 77.000, 87.000 für diese eine Truppe, beziehungsweise ein Baby Dragon. Natürlich, ne, 8.800 Bonus noch dabei. Kriegen wir einen Stern? Nein, wir kriegen keinen. Wir haben keinen Stern für unseren Bonus. Aber wieder in 3 Stunden. Gestern auch in 3 Stunden. Okay, dann machen wir noch einen Angriff. Dann machen wir jetzt hier noch einen Angriff. Ich bin mal eben gespannt. Sieht das geil aus übrigens? Hä? Sieht das geil aus? Habe ich das geil gemacht hier? mit den beiden Leuchtfeuern, die habe ich da reingesetzt. Aber wir wollen jetzt natürlich noch mal einmal angreifen. Ich kann jetzt ganz entspannt hier. Erstmal trinken wir jetzt einen Schluck Kaffee und dann gucken wir ganz entspannt mal, was wir für einen Gegner bekommen. Das Kaffeemännchen kommt. Ja, er sucht ein bisschen länger jetzt. Wir sind auch relativ. Ich war, glaube ich, noch nie so hoch mit den Pokalen. Es ist natürlich klar. Es ist natürlich ein Meisterhütte 5. Das ist klar. Kriegen wir immer. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Da hatte eine Kanone im Ausbau, da vorne lebt noch eine. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich könnte mal probieren, einen vorzuschicken. Ich meine, das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt die Bombenwerfer mitnehme, das bringt auch nichts, denn dann haben wir wieder den Salat. Es wird nicht funktionieren. Ja, da war schon mal die eine Falle. Ich schicke ihn mal da oben hin. Es ist im Grunde so egal jetzt. Wir kriegen sowieso keinen Bonus mehr. Vielleicht haben wir noch Glück und kriegen noch was. Ah, der ist noch nicht. Aber der ist noch nicht im... Ja, das ist zum Beispiel schon der Multimörser. Der Multimörser wird sich jetzt so schnell einfach nur um alles von mir kümmern. Ah, der Multimörser ist mir wirklich ein Dorn im Auge, muss man sagen. Der ist mir wirklich im Dorn. Deswegen werden wir auch verlieren. Ist aber auch egal. Ich will es trotzdem, auch wenn es eigentlich lohnt zu rushen, ich möchte, weil du hast einfach einen Vorteil in der Verteidigung natürlich. Denn er kann mich jetzt wahrscheinlich richtig gut wegrödeln. Dann wird er gewonnen? Was? Wie schlecht kann man denn sein? Ey, dann rusht man schon seine Meisterhütte und ist trotzdem so ein Dummdödel. Um das jetzt mal so zu sagen.
Ja, da hat es sich schon gelohnt, dass wir die Fallen so ein bisschen umgesetzt haben. Da hat es sich schon gelohnt, denn seitdem haben wir ja gut verteidigt. Jo. Not gegen Elend. Und im Endeffekt bin ich ja doch höher, als ich das eigentlich dachte. Ja, so ist das nun mal. Aber okay, damit sind wir am Ende dieser Episode. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und dann werden wir uns gucken, wenn wir uns angucken, um 17 Uhr, ist das hier der Juwelenbaum oder ist das der Juwelenstumpf? Wir werden es sehen. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und gratis Juwelen in der Beschreibung. Tschüss.